Geister zu sehen. Okay, 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 okay. Oh Gott, ach, war nur der Vorhang. Okay. Nicht, dass ich leicht schreckhaft wäre. Nein, natürlich nicht. Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ach, wirklich? Für abgeschlossene Türen ist ein Schlüssel notwendig. Ich werde verrückt. Okay. Okay. Mathis, ich brauche keine Zuschauer. Ich... Ja, doch, doch. Obwohl, nein, ich will eigentlich gar nicht, dass das irgendeiner sieht, was ich hier mache. Für einen Scheiß. Hier sind irgendwelche Geister, Mathis. Ich will hier nicht, dass irgendwelche Geister sind. Hat der hier vielleicht den Schlüssel? Nein, hat er natürlich nicht. Wo kriege ich denn jetzt den Schlüssel her für das scheiß Schloss? Warum bin ich jetzt im Brunnen? Ach, guck mal. Jetzt sogar rein. Ja, supi. Mein Schlüssel. Ich streame das, weil ich hier unglaublich viel Spaß habe. Und natürlich die 10.000 Zuschauer, die hier zugucken. Für die mache ich das, für meine Fans. Ich mache alles für meine Fans. Lass mal besser mal auf, falls wir hier gleich panisch wieder rausrennen. Wieso sagen die denn, trifft Vater Martin draußen, wenn er gar nicht draußen ist, sondern hier irgendwo drin? So eine Frechheit. Ein Radio. Aber keine Batterien. Ja, bitte, danke. Aus, halt, stopp. Wieso zur Hölle kommen jetzt eigentlich noch Geister? Das Ding im Dunkeln. Gott steht mir bei, ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Hochzugehen. Ja.
passieren wird. Okay. Schätzungsweise mit Anlauf. Hallo Shiro 007. Ja, letzte Batterie, ich weiß. Ist hier einfach runter? Shiro 007, ja, danke fürs Hosten. Aua. Was ist denn Aua? Ist, wenn er mich streamt sozusagen. Steht doch einer. Bist du Vater Martin? Nein, ich glaube nicht. Vater Martin! Ach, hier bin ich jetzt. Vernagelt. Die Tür ist zu. Meine Batterie ist gleich leer. Meine einzige Batterie. Hier kann ich auch nicht durch. Ach, hier gibt es eine Treppe hoch. Ha. Ach, guck mal. Meine scheiß Batterie ist gleich leer. Feind. Feind. Ah, alles klar. Okay. Ich kann hier irgendwo verstecken. Wer ist mit hier drin? Okay. Ich sehe die Batterie nie. Die sind immer so versteckt. Ich sehe die nie. Und jetzt ist meine Batterie fast leer. Das ist recht schlecht. Liegen denn hier draußen irgendwo Batterien rum? So Outdoor-Batterien? Oh, hallo, hi. Ich bin weg.
So, meine Nacht ist auch. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufen soll. Die Batterie ist in wenigen Sekunden leer. Ich muss schon weitergehen, oder? Jawohl. Die Batterie ist leer. Oh, ich habe sogar noch eine nullte Batterie. Nice. Dann ist doch alles easy. Autsch. Okay, das Spiel speichert. Ach, hallo Tom. Schönen guten Abend, Tom. Da liegt eine Batterie. Das habe ich genau gesehen. Die möchte ich bitte gerne haben. Ha. Haha. Immerhin eine Batterie. Ha. Scheiße. 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 Und jetzt? Und jetzt? Und jetzt? Wohin? Wo laufe ich denn hin? Ich glaube, dafür ich reißen. Was geht denn hier? Ist er? Er ist hier. Aha! Nein! 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 Zieh mich doch nicht zurück, du Penner! Nein! Ach Mann! Du dumme Sau, ich wollte mich doch gerade darunter hercrouchen. Mann! Lass mich in Ruhe! Ich weiß nicht, ob ich mich verstecken kann. Ich bin irgendwo hoch. Ja, Autsch. Ja. Oh. Puh. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Tom, schlaf, schlaf. Wer braucht denn schon Schlaf? Sind wir eben. So. Station treffen. Das finde ich schon. Schick. Warum muss ich denn jetzt da wieder rein? Ach, Mann. Ich will da nicht wieder rein. Auf.
aufregend, da sagst du was, Giro. Das Aufregendste ist aber, dass ich immer noch total low mit der Batterie bin. Hallo? Jetzt. Triff Vater Martin in der Frauenstation. Ja, super. Ich kann nicht durchgehen. Was er aufgeschrieben hat. So viel Blut im Wasser, ich kann es riechen. Als hätte ich wie in Kindertagen einen Penny in den Mund gesteckt. Das Wispern ergibt mehr Sinn. Ich halte Ausschau nach atmosphärischen Störungen. Es ist wie ein Jucken. Was haben wir hier? Oh, eine Batterie. Sehr schön. Batterien. Schon wieder leer. Herrlich. Ich weiß aber mal wieder nicht, wo ich lang muss. Ach, da. Endlich wieder ins Gebäude. Supi. Wieso nur? Wieso? Ehrlich, scheiß doch mal auf Vater Martin, Alter. You're beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, Revelation is at hand. Zu den oberen Stockwerken, um zu Vater Martin zu gelangen. Ich will doch gar nicht zu Vater Martin, ich will doch einfach nur hier raus. Warum konnte ich denn jetzt nicht gerade draußen einfach in mein scheiß Auto steigen und wegfahren? Nein, das wäre wieder zu einfach. Da ist jemand. Okay, der sieht aus wie so ein normaler Irrer. Sieht recht spannend aus. Ja, Tom, das ist auch ziemlich spannend. Und falls du schwanger bist oder Probleme mit dem Herzen hast, glaube ich, solltest du dieses Spiel nicht spielen. Wobei ich eher weniger davon ausgehe, dass du schwanger bist, aber... Nimm doch sonst immer in den Regalen irgendwo Batterien. Ja komm, mach die Batterien denn leer. Mann. Ich geh jetzt einfach hier in was Helles. Und bleib auch hier. Ah! Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, Shiro, danke. Für den Follow. Na komm, hier liegt aber bestimmt eine Batterie. Jawoll, ich wusste es. Endlich wieder eine Batterie. Na, noch ein Regal, vielleicht noch eine Batterie? 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 Nein, keine Batterie.
Oh! Hilfe, der tut mir bestimmt weh. Und hallo, Simon! Okay, hier komme ich ja eher weniger hoch. Vielleicht noch eine Batterie? Dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft dringend auf. Der Name Mara lässt sich auf Mar oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Also, wenn ihr morgens aufwacht und euch tut die Brustwarze weh, dann war auf jeden Fall wieder der Wall Rider da und hat euch Blut aus den Brustwarzen gesaugt.